über koloniale Regierungsfrage. Show. Ja, wo gehen wir als nächstes hin? Gibt es hier irgendwas zu holen? Wieder so ein Pferderennen. Was haben wir denn da? Mensenhaus. Wo muss ich denn hin für die Quest? Scheint dahin. Ein Hauch von Tee. Oder aber hier. Können wir hier ein bisschen was einnehmen oder da noch ein bisschen was einnehmen? Ich glaube, ich nehme das hier ein. Und gehe dann hier rüber. Da ist auch noch eine gepresste Blume. Helixlitch. Und dann hier die schnelle Reise. Machen wir doch. Ja, Animus. Mal wieder drin, zum Laden. Ich glaube, wir spielen hier echt auch niemals in der Gegenwart. Aber bei Unity auch nicht, ne? Da sind wir nur immer so Zeitsprünge haben wir da gemacht als Rekrut, aber wir sind nie in der Gegenwart gewesen, so wie bei Assassin's Creed 3. Ich bin mal gespannt, wie das neue Assassin's Creed wird, hier, wo es in Ägypten spielt. Finde ich für sich auch wieder ein cooles Setting. Ägypten würde ich auch gerne mit Tomb Raider mal hin. Und im Dschungel. Ich weiß gar nicht, was würde ich lieber machen? Dschungel oder Ägypten mit Tomb Raider? Das hat beides einfach sehr große Reize für mich. So, da hinten wollen wir hin. Also springen wir hier runter. Zack. Können wir hier vielleicht auch irgendwo ein Schiff, wo wir mitfahren können? Aber wäre ein bisschen schneller, ne? Ah, da hinten kommt eins. Ist aber denn überhaupt so weit schwimmen? Hab ich das überhaupt noch im Blick hier? Ja, toll, jetzt schippe ich tatsächlich in die falsche Richtung. Mann. Na dann, nehmen wir hier den Kohledampfer da. Auf da, auf. So. War der da schneller? Also nehmen wir den. Komm, hüpf mal rüber. Guten Tag. Ist dann doch wieder rüber. Wir müssen nämlich auf die andere Seite. Komm, spring. Wir müssen da hinten hin. Einmal schön durch die super saubere Themse hier durch. Ja, komm. Ja, gerade hier zwischen den Schiffen. Ja, ich wurde gar nicht darauf. Was soll das? Ich hab gar nicht so auf X gedrückt. Hat diese Dampfer da, die erinnern mich immer so an diese Mississippi-Dinger mit diesen Schaufelrädern. Aber die haben ja, sehen ein bisschen anders aus, die Mississippi-Dampfer. Da kann ich auch erst die Hauptquest hier machen, ne? Wenn wir schon direkt hier dran sind. Aber machen wir das auch. Show. Ein Hauch von Tee. Und dann laden wir wieder. Aber zum Glück nicht der Animus. Der braucht immer am längsten. Wenn ich nur wüsste, welche Lieferung es ist, dann könnte ich die Waffen zum Besitzer zurückverfolgen. Grandiose Idee, Freddy. Tja, so sollen wir jetzt hier herausfinden. Da wären wir die Verladungsdocks. Ja. Wo sind jetzt die Cockham-Kisten für Mr. Plutus? Anscheinend da in 100 Metern Reichweite. Na, was ist denn das schon wieder hier? Springen. Los.
Wir müssen wieder durch das schöne, saure Wasser dahin schwimmen. Ah, steht da vorne eine Wache. Ganz nach aus, ne? Ja, okay, der will zumindest nichts von uns. Hallo Kinder, schon was gefangen? Könnt ihr euch sitzen bleiben? Wer treibt da sein Unwesen? Niemand. Zack. Warum haben die das jetzt gesehen? Also ich dachte, ich kann Attentat machen hier. So. Du hast keine Chance. So, die hätten wir. Immer plündern. Auf jeden Fall scheinen wir hier schon mal richtig zu sein. Wenn nämlich hier die Templer sind. So. Aber ich lasse sie durchsuchen. Das so schön glitzert. Tee. Vielleicht später. Okay. Aber vielleicht ist unter dem Tee ja Waffen. Eindringling, dort! Komm schon. Zack. Mann, wie dumm die sind, ne? Gucken wir halt weiter. Irgendwo finden wir hier schon eure Waffen. Da kann ich auch wieder reingucken. Na komm. Ah, verdammt, die anderen haben das gesehen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass sie das nicht sehen. Dass ich ihn dann mir gleich holen könnte. Hey, hast du mich gerade geschlagen? Ich hab schon wieder geschlagen. Ich glaube es nicht. Du wolltest mich schlagen. Doch. So. Auch hinüber. Also ich dachte schon, der will mich sauer angreifen, der Typ. Aber der läuft einfach nur weg. So, den noch plündern. Na, dann schauen wir mal hier rein. Wieder nur Tee oder Waffen? Wo zum Teufel sind sie? Tja. Ah, hier hätten wir reinschießen können. Leute. Was ist denn Bolzen? Das wäre vielleicht sogar witzig geworden. Guten Abend. Geht's gut so? Na. Schöner Move. Wahrscheinlich müssen wir hier rauf. Aufgepasst! Wir haben einen Eindringling! Ich polier dir die Fresse! Komm her! Da ist uns. Mann, hey, brich durch. Hey, weich doch aus. Ich mach mich gleich platt hier. Aber die ziehen. Der ist schon ein bisschen stärker. Stufe 9, ne? Mal gucken, was der dabei hat. Da wird nur 22 Pfund dabei. Muss ich fast gar nicht. Keiner hier? Nö, nirgendwo welche da. Ja, doch, da ist einer. Ah, die schießen. Zack. Hey, oder ein Kopfschuss. Warum zählt das nicht als Kopfschuss jetzt hier irgendwie? Zack. Ist ja gut jetzt hier. Meine ganzen Wurfmesser wieder verbraucht hier. Oh, da. Ja, toll, aber wenigstens ein Wurfmesser wiederbekommen. Ein Talozygene Bolzen voll.
Aber jetzt hier die Waffen. Ah, sieht so aus. Hallo. Jetzt nur noch warten, bis die Kisten abgeholt werden. Bis zur Abfahrt der Fracht verstecken. Reicht das als Versteck? Ne, ich glaube nicht. Die Wachse, die wollen, dass ich mich da oben verstecke. Na gut. Der Tee soll schließlich nicht zu Staub zerfallen, oder? Beschützt diese Kisten. Jeder Fehler wird euch teuer zu stehen kommen. Macht ihr nicht ins Hemd. Wir haben's gehört. Gut, weil ich mich nicht wiederholen möchte. Eine Schande, dass ich keine Zeit für einen Pint habe. Hey. Toll, ey. Habe ich da den Typen erwischt? Verdammter Nebel. So. Ach, war gar nicht mal so schlecht hier, so den Nebel. Sehen die mich nicht. Waren die denn da? Ja, laufen einfach mal so ein bisschen hinterher. Scheint die ja gar nicht zu stören. Kriege nichts mit. Aber was sind das hier für Raudis, ey? Fall auch alles kurz und klein hier. Ja. Wo sind die? Da. Da fahrt ihr jetzt nochmal weiter. Gut, jetzt können wir von hier oben, denke ich mal, wesentlich besser verfolgen. Ich wette, Greenie läuft gerade Evie hinterher. Viel Glück dabei. Boah. Was machst du denn hier wieder? Was? Hallo, was machst du? Ich sehe hier überhaupt gar nichts. Boah, das ist so ein doofer Affe. Es ist so ein doofer Affe. Von der Gegner ist einfach mal jetzt komplett weit weg. Den Wagen aufspüren. Ja, schön. Ich hasse es, ey. Dass die immer so doof rumeiern müssen, was sie einfach wollen, anstatt das, was ich will. Zum Beispiel jetzt da. Was soll das? Ich hab dir gar nicht gesagt, du solltest nach da, du solltest nach links, du doofer Affe. Boah, ich hasse das. Diese scheiß Steuerung. Dieses selbstständige, oh, ich bin ein Assassine, ich mach, was ich will. Ne? Scheiß auf den Spieler. Wir müssen den Content strecken. Wir müssen auf über 100 Stunden Spielspaß kommen. Zum Kotzen, ey. Ich sag, der soll links was machen und was macht der geradeaus? Einfach schön ganz woanders hin. Hauptsache der Scheißwagen kann verschwinden. Vor allem, das ist total bescheuert, da auf den Dächern rumzukratzen. Der ging die ganze Zeit Ewigkeiten rum, deswegen konnte der Wagen überhaupt erst kommen. Alles Bullshit, ey. Jetzt lade ich hier wieder stundenlang diesen verkackten Animus. Ich weiß aber gar nicht, wofür man überhaupt diese Mist jetzt noch macht. Man kann einfach nur in der Zeit von London ganzen Kack sparen. Haltet die Klappe. Macht ihr nicht ins Hemd. Wir haben's gehört. Gut, weil ich mich nicht wiederholen möchte. Eine Schande, dass ich keine Zeit für einen Pint habe. Ja, schon wieder, ne? Er macht einfach nichts, ey. Ja, spring einfach da runter. Dann muss ich mich einfach auf dem Wagen da verstecken. Die ganze Zeit hinterher zu laufen. Die sind nervös. Ich sollte Abstand halten. Bei den Roten komme ich so durchgelaufen. Da sind wieder so Bekloppte. Hey, passt auf hier.
Was soll denn das? Ich will doch nicht auf diesen doofen Baum. Boah, ich weiß, wo die sind. So, ich geh schon mal vor. Ja, ich weiß, wo die sind. Ich gehe einfach nur schon mal ein bisschen voraus hier. So, da sind sie nämlich. Ich schaff den einfach vor weg. Hehe. Meine liebe Schwester glaubt, ich könnte nur zerstören. So, aber so mal nach hinten gucken. Begleiche. Das ist auch nicht schlecht, ne? Ich laufe den einfach vorweg. Weiß nur nicht, wo die vielleicht gleich abbiegen. Den bleiben wir mal lieber hier. Ha, war doch klar, dass die abbiegen. Schön hinterher. Ja, okay. Das scheint das Ziel zu sein. Den Wagen mit der Fracht verfolgen. Ja, habe ich doch. Toll. Was soll ich denn jetzt hier machen? Toll, jetzt fahren die auch noch weiter. So, lauf einfach mal schnell hier durch. Ich tue euch ja gar nichts. Chillt mal. Haben die einfach mal einen Fahrerwechsel gemacht hier. Führ mich zu Mr. Plutus. Tja. So ist es bisher eigentlich ganz easy, ne? Und dann habe ich bisher nicht angegriffen. Und ich laufe dem Typen einfach die ganze Zeit hinterher. Wenigstens ist der Wagen langsam und ich muss nicht mit auch nur mit dem Wagen hinterherfahren. Bin ich hier wieder am Rad drin. Nicht zu nah am Ziel heran. So nah bin ich ja gar nicht dran. Komm. Sei endlich, komm endlich an. Wofür die Ewigkeit hier rumfahren? Was haben wir davon? Ja, 10 Stunden mehr Spielspaß natürlich. Wir laufen 10 Stunden dem Wagen hinterher. Also, abwechslungsreich sind die Quests an und für sich schon. Das kann man ihnen nicht vorwerfen, aber irgendwie ist es total öde, jetzt die ganze Zeit wie ein Idiot hier hinterher zu laufen. Laufen ganze Zeit einfach nur geradeaus. Dup, 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 dup. Gut, dass ich so große Ausdauer habe. Na, dann biegen wir da nochmal links ab. Wir hätten bestimmt eine andere Route nehmen können, wären wir schneller da gewesen. Was machen die denn da? Okay, wir scheinen angekommen zu sein. Genauso wie beim letzten Mal. Mr. Twopenny öffnet den Tresor, wir rauben ihn aus und schaffen das Geld in sein Lagerhaus. Beeilung, die Jungs warten schon. Zur Bank of England! Ja! Ja, immerhin haben wir das geschafft.